Lass es machen jetzt. Machen wir. Komm. Go! Schön, dass du wieder hier bist am Montag. Ich war erschrocken, wie viele Leute gestern berichtet haben, dass sie die Herausforderung nicht geschafft haben. Ich glaube, ich muss die Herausforderung ein bisschen nach unten anpassen für euch. Heute wollen wir aber nicht darüber reden, sondern über das Thema, was kannst du machen, wenn du auf dem Dorf wohnst? Wie schaffst du es, obwohl du auf dem Dorf wohnst, Erfolg mit Frauen zu haben? Und ich sag mal erstmal ganz stumpf vorweg, wir kommen da gleich noch genauer drauf. Ich sag mal ganz stumpf vorweg, optimalerweise ziehst du um. Ja, das hörst du immer wieder, wenn das Thema Dorf kommt. Optimalerweise ist es wirklich so, du ziehst um. Wenn du wirklich massiv Erfahrung mit Frauen sammeln willst, wirklich massiv mit super vielen verschiedenen Frauen schlafen willst, alles erleben willst und allgemein, ich sag mal, mehr erleben willst im Leben, Abenteuer erleben willst, dann bist du besser damit beraten, in einer größeren Stadt zu wohnen. Und größere Stadt heißt nicht, was meine Teilnehmer aus dem Süden immer denken, oh, guck mal, die Stadt hat 50.000 Einwohner oder 100.000 Einwohner, das ist keine große Stadt. Das, okay, das geht, ja, meine Heimatstadt Osnabrück hat 120.000 Einwohner, da kann man schon was mit Frauen reißen, schon möglich, aber wenn ich von einer großen Stadt rede, dann rede ich von mindestens mal 500.000. Ja, so Hannover, Leipzig, Dresden, Bremen, Paderborn hat, glaube ich, relativ viel. Aschaffenburg, keine Ahnung, Nürnberg. So, das sind Städte, da kannst du schon mal anfangen. So 500.000, dann ist schon einiges los, dann kannst du wirklich schon Gas geben mit Frauen. Klar, wenn du jetzt in Berlin wohnst, Hamburg, Köln oder München, das ist natürlich nochmal was anderes. Gerade in Berlin, da sind halt die Möglichkeiten unbegrenzt. Das macht aber auch wieder eigene Probleme. Kommen wir mal in einem anderen Video drauf. So, aber jetzt gehen wir mal von aus, du willst nicht umziehen und bist so, nein, Tim, ich will nicht umziehen, ich mag es ja auf dem Dorf, das mache ich nicht. Dann will ich dir natürlich auch etwas mitgeben, wie du es optimalerweise machst. Was du dann verstehen musst, ist, je kleiner dein Dorf ist oder je kleiner die Stadt ist, in der du lebst, desto langsamer musst du das alles machen. Hier in Berlin, wenn ich unterwegs bin, dann spreche ich eine Frau an und komme relativ schnell zum Punkt, flirte sie sehr direkt an und wenn es nicht passt, dann spreche ich halt die nächste an. Diese Taktik kannst du auf dem Dorf nicht fahren, weil das machst du eine Woche und dann bist du halt der creepy Dude, der alle Frauen in einer Woche im Dorf angesprochen hat und dann will keiner mehr mit dir was zu tun haben, auch wenn du vielleicht ganz cool bist. Das funktioniert also nicht. Du musst eine andere Taktik fahren, wenn das Dorf klein ist. Und die Taktik, die du fahren solltest, ist tatsächlich die Social Circle Taktik. Du solltest nicht Frauen kalt auf der Straße ansprechen oder wenn, nur dann, wenn es wirklich eine ist, wo du denkst, okay, ich kann nicht anders, ich muss die ansprechen. Das sollte aber selten passieren. Das sollte nicht allzu häufig passieren. Besser, du machst die Social Circle Taktik. Das heißt, du fokussierst dich darauf, in deinem Dorf, in deiner Stadt einen großen Sozialkreis aufzubauen oder in einen Sozialkreis zu kommen, der bereits existiert. Und um das zu machen, machst du es am besten erstmal langsamer. Das heißt, du flirtest dann erstmal nicht so viel mit den Frauen, sondern fokussierst dich darauf, okay, es geht jetzt nicht darum, die Frau ins Bett zu bekommen, es geht darum, mit der Frau näher in Kontakt zu kommen, vielleicht befreundet mit ihr zu sein, um dann in andere Freundeskreise reinkommen zu können, sodass du einfach die ganze Stadt kennst und immer dabei bist, wenn irgendwas in der Stadt los ist. Ja, du solltest dich erstmal fest in so einen Bekanntenkreis etablieren. Und dann hast du die Möglichkeit, im Dorf, in der kleinen Stadt wirklich Erfolg bei Frauen zu haben, weil dann lernst du über diesen Freundeskreis immer wieder neue Leute kennen, ihr fahrt zusammen in die Disco in der Nähe, ihr macht zusammen mal einen Urlaub und so kommst du durch diesen Freundeskreis an ganz viele Frauenmöglichkeiten. Aber da ist es erstmal wirklich wichtig, dass du, wenn du Leute kennenlernst, wirklich den Fokus darauf legst, hey, lass uns hier eine große Gruppe daraus machen, lass uns hier einen Freundeskreis daraus bauen. Das kannst du machen, indem du anfängst, diesen Freundeskreis zu bauen oder du schaffst es halt über die Zeit in einen bereits etablierten Freundeskreis zu kommen. Und wie gesagt, da würde ich wirklich ganz krass das Flirten erstmal außen vor stellen, außer in Einzelfällen, wo du merkst, okay, das geht nicht anders. Oder dann, wenn von der Frau im ersten Moment Signale auf dich zukommen. Das heißt, wenn die Frau dir signalisiert, oh, ich finde dich interessant, dann ist es relativ sicher, dann kannst du das machen, aber dieses Kalte solltest du nicht machen, auch im Freundeskreis nicht. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf der ersten Party bist in deinem neuen Freundeskreis, solltest du nicht diese ganze Party abfarmen und jede Frau anlabern und jede Frau anbaggern, das ist keine gute Idee, weil das einfach nicht nachhaltig ist. Und du musst nachhaltig denken, wenn du auf dem Dorf bist, weil deine Auswahl ist kleiner und wird auch nicht mehr größer. Wenn eine Stadt keine Universität hat, ja, manche Städte ab 100.000 haben Universitäten und kleine auch. Aber wenn eine Stadt keine Universität hat, dann musst du langsamer vorgehen, weil dann ist kein Nachschub an jungen Leuten da. Der kommt dann einfach nicht. Und deswegen, wenn du dann auf der ersten Party bist, zum Beispiel vom neuen Freundeskreis, farm da nicht die Frauen ab, sondern nimm immer nur die Frauen, bei denen du dir sicher sein kannst, okay, von der kommen Signale. Weil das ist sicher, das ist eine safe Sache. Da kannst du dann nicht den Ruf eines creepy Typs kriegen, der einfach alle Frauen anlabert. Das funktioniert halt einfach nicht. Das machst du 2, 3 Partys und dann haben die Leute keinen Bock mehr auf dich und dann stehst du da wieder alleine. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Das heißt, schau einfach,
Komm mit allen Leuten im Freundeskreis gut zurecht. Sei du auch gerne derjenige, der neue Leute dazufügt. Also du kannst schon mit Frauen auf der Straße quatschen, die du siehst. Nur solltest du den Fokus nicht darauf legen, ich will dich ficken, sondern der Fokus sollte darauf liegen, hey, ich habe einen coolen Freundeskreis, sei doch ein Teil des coolen Freundeskreises. Und diese Frau bringt dann wieder neue Frauen mit und dann kannst du halt immer schauen, okay, von welcher Frau kriege ich Signale und mit den Frauen kannst du dann auch was machen. Und wenn du das so machst, hast du zwar nicht die, ich sag mal, massiven Ergebnisse, die du in einer Großstadt bekommen könntest, aber du hast kontinuierlich gute Ergebnisse und einen guten Freundeskreis. Und in den meisten Fällen wird dich das wahrscheinlich sogar noch zufriedener machen und wird noch erfüllender sein, als wenn du in der Großstadt jeder Frau nach der nächsten nachläufst und jede Frau jeden Tag eine andere Frau hast, aber keinen richtig etablierten Freundeskreis hast. Also ein etablierter Freundeskreis plus ab und zu mal Frauen, die dazukommen, mit denen du was hast, ist wahrscheinlich sogar geiler für dich, als einfach jeden Tag eine andere Frau zu haben, aber keinen richtigen Freundeskreis. Das wird dich weniger zufriedenstellen, weil mit den Freunden machst du dann noch andere Sachen, fährst mit denen in Urlaub, machst mit denen geile Sachen und kannst dann auch dort wieder neue Frauen kennenlernen. Das heißt, wenn du auf dem Dorf in der Stadt unterwegs bist, musst du einfach langsamer denken, musst du das Ganze langsam angehen oder du sagst dir, hey, ich will Rampage machen, ich will voll loslegen, richtig loslegen hier, ordentlich machen und dann musst du halt in eine Großstadt umziehen, damit du halt die Möglichkeiten dafür hast. Ne? Jetzt kommen wir mal kurz, weil ich es eben angerissen habe, zum Nachteil der Großstadt, das will ich dir auch nicht vorenthalten. Der Nachteil der Großstadt, und ich merke das hier in Berlin gegen meinen Heimatort immer wieder, ist, dass die Leute halt so eine große Auswahl haben, dass es den Leuten auch schwer fällt, den Frauen fällt es hier schwer, ein Commitment zu machen. Also die Frauen sind halt auch so, ach ja, mit dem Mann, da muss ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen. Morgen kommt ja sowieso schon, da kommen sowieso 10 andere. Das führt zum einen dazu, dass hier so ein bisschen dieses offene Beziehungsding ist und diese Kultur ist hier eher so offen. Wenn du jetzt auf der Suche nach einer festen Beziehung bist, ist Berlin der schwierige Ort. Je kleiner die Stadt ist, desto mehr sind die Leute so auf was Festes aus. Je größer die Stadt ist, desto mehr sind die Leute auch freidenkend. Ja? Und deswegen, wenn du eher so der feste Beziehungstyp bist, dann bist du vielleicht in der kleineren Stadt auch gar nicht schlecht aufgehoben. Und die Auswahl ist da halt geringer für die Frauen. Und das sorgt einfach dafür, dass sie sich mehr mit einer Person auseinandersetzen. Ich kenne das aus meiner Heimatstadt. Ich kenne das aus Hannover. Ja, hier in Berlin ist das anders. Das ist einfach anders. Gibt natürlich auch hier diese Frauen, aber einfach weniger. Ja, die Stadt macht eine riesigere Auswahl. Und das ist der Nachteil der großen Stadt. Das ist tatsächlich ein Nach- und ein Vorteil. Deswegen musst du dir überlegen, was willst du? Wo willst du hin? Vielleicht musst du in eine große Stadt umziehen. Ansonsten machst du die Freundeskreismethode, die ich dir eben gesagt habe. Schreib mir Fragen in die Kommentare, wenn du noch Fragen zu dem Thema hast und auch gerne Videovorschläge. Ansonsten geil, dass du dabei warst. Links von mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben, in der ich deine Fragen zum Thema Erfolg mit Frauen kläre. Und unten rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, geil, dass du dabei warst. Wie immer sehen wir uns morgen. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao.